einen feierlichen Wechsel vollziehen. Sie nehmen den Zuschauerraum ein, die Plätze, wo Sie uns hoffentlich ganz oft besuchen werden. Und wir werden das tun, was unser ureigenstes ist, die Bühne einnehmen. Ich habe einen Freund, mit dem ich viel Kammermusik mache, der erster Cellist hier am Theater war. Und der hat mir immer über diese Misere hier erzählt. Und in meiner Kindheit war das Theater für mich ein zentraler Mittelpunkt. Da hinten im Stehplatz habe ich gestanden, wunderschöne Opern kennengelernt als kleiner Junge mit 12, 13 Jahren. Und so war das, dieses Verbindungslied, als ich wieder nach Heidelberg kam und mit den Leuten Musik machte und dann dieses Theater sah, dachte ich, jetzt müssen wir mal was machen. Und da wurde ich dann auch eingebunden. Unser Stadttheater ist wieder zurück. Es ist das Verdienst der Menschen dieser Stadt, die sich eingebracht haben, die sich engagiert haben. Vom kleinen Elfjährigen, der 5 Euro gespendet hat, bis zu Wolfgang Maguer, der 15 Millionen in die Hand genommen hat. Also, wir alle sind heute glücklich, dass wir es gemeinsam geschafft haben. Also ich denke, es ist eine Chance, einmal im Leben ein neues Theater zu eröffnen. Und ich finde es was ganz, ganz Großartiges, was hier geschaffen wurde. Wir haben unendlich viele Raum- und Spielmöglichkeiten. Das ist in dieser Art der Kombination einzigartig. Wahnsinn, oder? Was gefällt mir gut? Alles miteinander. Die ganzen Räumlichkeiten, das Innenarchitektonische genauso wie außen. Es ist unheimlich schön geworden. Und heute Abend schon zu sehen, dass, ich spreche jetzt mal in der Computersprache, die Hardware, die Software beflügelt. Sensationell. Es gibt in meinem Freundeskreis kaum jemanden, der nicht Sesselpaten werden durfte oder musste. Ich bin rundum glücklich. Das ist einzigartig, dass die Stadt den Mut hatte, dieses Projekt umzusetzen, sich zu dem Theater bekannt hat und das nie in Frage gestellt hat. Aber man muss auch wirklich Herrn Dr. Würzner persönlich sehr danken, der sich sehr für das Projekt eingesetzt hat, das auch verinnerlicht hat, auch unsere Idee und unser Konzept verinnerlicht hat. Wir haben uns deshalb ins Zeug gelegt, weil wir dachten, diese Stadt braucht dieses Theater. Es ist der kulturelle Mittelpunkt dieser Stadt. Und wir sind wirklich fast die Tränen gekommen, wenn du gesehen hast, wie das vorher aussah und unter welchen Bedingungen die Leute gearbeitet haben. Ja, und jetzt hast du diesen total schönen Bau. Ich bin sehr glücklich heute Abend. Die Stimmung war ausgezeichnet, die Atmosphäre und auch die Darbietungen waren so großartig, dass wir alle begeistert sind. Ja, heute ist man glücklich, weil was Besonderes geworden ist. Aber die Jahre waren schwierig. Viel Lärm, viel Dreck, Stau, kein Auto fahren können, aber es ist heute vergessen. Es ist noch schöner geworden, als ich mir das in den kühnsten Träumen erhofft habe. Da ist ganz viel Herzblut von einem persönlich dabei. Und deswegen fühle ich mich wie, als ob ein Baby heute auf die Welt gekommen ist, das ich sehr gerne jetzt auch in guten Händen weiß, meines Nachfolgers.